Wir sind hier in der Nachtfestung im dritten Teil, die Nachtspitze. Hier gibt es auch wieder drei Bosse. Der erste wäre Tichondrius. Der zweite, jetzt muss ich lügen, Nachtspitze ist Krossus und der dritte ist Großmagistrix Elisande. Heute geht's dann um Tichondrius. So, mal schauen, ob wir hier was bekommen. Tempo erhöht, sehr schön. Stelle ich mich mal hier hin. Reicht nicht von der Entfernung her. Ich muss näher ran. So, einmal schön Flächenschaden. Alter Schwede, viel zu schnell gestorben. Oh, Tempo erhöht. Her mit. Bam. Boah, wo ist denn hier noch einer? Da ist noch einer. Da kommt man ja mit dem Carsten gar nicht hinterher. So, da müssen wir lang. Oder? Ich habe keine Ahnung. Also. Ich habe kein Ziel. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal hoch, damit wir überhaupt die nächsten Bosse Ich muss angezeigt kriegen. zuerst etwas anvisieren. Dadurch, dass dieser Flügel im LFR auch gestern erst freigeschaltet wurde, also heute Aufnahmesession, gestern wurde der freigeschaltet, kann es natürlich sein, dass viele nicht Unfähiger, wissen, wie es sterblicher funktioniert, genauso wie Abschaum. ich auch. Die Nachtgeborenen können ihren eigenen Palast nicht verteidigen, wenn es nach mir ginge. Aber vermutlich werden wir unsere Verbündeten schon bald belohnen. Bis Alter dahin Schwede, was ist denn kümmere ich das? mich um ihr Versagen. Der ist etwas schlecht gepult, würde ich sagen. Wieso immun? Unverwundbar, aber handlungsunfähig. Wer hat ihn denn verbannt? Verstehe ich jetzt nicht. Ziel nicht in Sicht. Alter! Boah! Nee, wir Ihr stehen hier nicht Mann, sicher. nur weil euch ein paar süchtige Elfen nicht aufhalten konnten, Und besteht Tichondrius ihr ist direkt Gegner da. noch ein Alter Schwede, Sohn das wird ein der Weib. Legion? Das wird ein Weib. Nährt mich, ihr Genau. Wicht. Die Hälfte ist drin, die andere Hälfte ist draußen. Und start. Gut, dann können wir hier noch ein bisschen aufräumen. Und dass wir den Trash beim nächsten Versuch nicht haben. Boah, Alter, geht's noch? Geht's noch? Was sollte denn das eben?
Also neuer Versuch. Ja, Schuldzuweisung bringen wir nicht. Leute, lauft doch einfach. Ich brauche ein Ziel. So, sehr schön. Da ist schon noch einer. Ich habe kein Ziel. Na, es ist doch schön. Wenigstens mal eine Herausforderung hier. Wo kommen die eigentlich alle auf einmal her? So, weiter geht's. Ihr müsst ja jetzt gleich auf sein. So, Tishontios ist hier vorne. Gut, dann direkt weiter Trash Kill. Sehen wir das auch schon auf der Karte hier? Ja. Hier ist die Chondrius, allerdings wird sonst nichts angezeigt. Okay. Wahrscheinlich müssen wir dann da drüben hoch. Entweder hier oder hier. Für den nächsten Boss. So, hier haben wir jetzt noch zwei Stück. Und dann können wir uns dem Boss widmen. Das Teufelsstarren, dem kann man gar nicht ausweichen. Also schön in die Gruppe. Bei Teufelsstarren. So. Liegt ja schon. So. Tishontios, ein Schreckenslord. Bereit. Na komm. Du bist hässlich, aber deine Hörner gefallen mir. Wie die Macht hindurch fließt. Sieht schon cool aus. Nie sterblicher, um das Werk eines Dämons zu verrichten. Wie viel hat er? 1,7 Milliarden. Ich würde sagen, das ist eine ganze Menge. Was ist das? Ziel des Sucherschwarms verursacht pro Sekunde 43.000. Okay. Nährt mich, ihr Wicht. Seht euer Ende. Teufelsspitze. Ungültiges Ziel. Wow, ich glaube, ich muss hier hinter. Ja, ich glaube, ich musste dahinter. Also, in der Hinsicht, so schwer ist der Boss nicht. Wir machen die ganze Zeit Schaden. Bekommen einen Debuff, den...
haben wir für 45 Sekunden, glaube ich, drauf. Und wenn wir den drauf machen und er macht seinen Flächenschaden schön hinter eine der Spitzen. Aber ich finde es von der Gesundheit her schon heftig. Ja, hier kriegen wir gar keinen Schaden hier. Gut zu wissen. Boah, was ist das? Was ist denn das? Alter Schwede. Heißt hier Flächenschaden ohne Ende. Also der Kampf könnte etwas dauern, wenn da nicht noch was Gravierendes passiert zwischendurch. Ihr leidet an Aasseuche. Ich bin ein Aas. Untertanen, her zu mir! Und start. Hier drüben sind Mobs. Nährt mich, ihr Wicht. Das Licht hat euch verlassen. So, hier hinter. Siecht und start. Und jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden raushauen. Nährt mich, ihr Wicht. Und start. So, hier hinten sind wieder Ads. Mich, ihr Wicht. Sehr schön. Euch verlassen. Erbärmlich. Also in der Hinsicht, der Kampf ist jetzt nicht schwer, dauert zwar etwas, aber was will man machen? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, das ist jetzt einfach nur gucken, Flächenschaden und so weiter. Ich brauche ein Ziel. So. Und dann können wir uns den restlichen 600 Millionen widmen. Müsste aber danach eigentlich vorbei sein. Also jetzt kommt meiner Meinung nach keine neue Phase. So, einmal hier bitte. Ewig langer Kampf. Zeigt diesen Amateuren, wie man kämpft.
Wie viel hat er denn noch? 280 Millionen. Normal müssen wir hier jetzt noch Ads hauen. Ich muss zuerst etwas sehen. Und gleich kriegt er. Ja, einmal können wir hier noch. Seht euer Ende. Und das war's gleich. Ohne Kampfrausch. Und tschüss. Unmöglich. Ihr seid minderwertig. Sehr schön. Das war also der erste Boss. Der zweite Boss, ja, ich folge dann mal den anderen für den zweiten Boss. Wird, ich weiß gar nicht, Aluriel, nee, Aluriel ist im zweiten Teil. Im dritten Teil hier. Der nächste Boss ist Krosus.